Herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter, zum dritten Teil der Wolkengattungen und Arten. Und da kommen wir jetzt zu den tiefen Wolken, die übrig bleiben. Da gibt es vier Stück, vier Arten an der Zahl. Zwei behandle ich gleich ein bisschen ausführlicher, die sind ein bisschen interessanter. Die anderen beiden sind nicht so interessant und mit denen fange ich an. Und das ist zum einen der Stratus und zum anderen der Stratocumulus. Der Stratus kennt eigentlich auch jeder. Ist häufig eine Herbst- und Winterwolkenart. Das ist dieser Hochnebel, der uns tagelang manchmal nervt mit leichtem Sprühregen, mit leichtem Schneegriesel. Kommt in Höhen vor zwischen 200, 300, kann auch manchmal nur 100 Meter hoch sein. Dann sieht man so Gebäude, Fernsehtürme so in der Wolkendecke drinstecken oder so Hügel, die irgendwie in der Wolkendecke drinstecken. Und kommt maximal bis zu 800.000 Meter Höhe vor. Darüber ist er eigentlich nicht anzutreffen und bringt auch ab und zu nur ein bisschen Sprühregen oder wie angesprochen leichten Schneegriesel. Dann gibt es noch ein bisschen abgeänderte Form von diesem Stratus, das ist der Stratocumulus. Der hat zumindest ab und zu mal ein paar Wolkenlücken dazwischen drin, ist so in Ballen geformt, in größeren Ballen, in so Walzen, aber keine vertikale Ausdehnung, ist einfach nur flach, sieht aber teilweise mal schwarz aus und dunkel aus und da denkt man so, oh, da kommt was auf uns zu, aber im Grunde genommen passiert dann außer ein paar Regentropfen überhaupt nichts, zieht meistens als Wolkendecke oder Wolkenwalze über uns hinweg und nichts passiert. Und dann kommen wir jetzt mal zu den interessanteren Wolken. Das sind eben die beiden Arten Cumulus und Cumulonimbus, die eigentlich so ineinander übergehen. Ohne den Cumulus wird es den Cumulonimbus nicht geben und deswegen fange ich mit dem Cumulus an. Der bildet sich meistens in den Sommermonaten. Es gibt ja natürlich im ganzen Jahr gibt es Quellwolken-Cumulus, aber interessant ist es immer in den Sommermonaten, wenn es heiße und warme Tage gibt und die Luft langsam labil wird. Da gibt es zunächst mal irgendwo eine Fluse am Himmel, die sieht ganz klein unscheinbar aus. Das ist der Cumulus, der im Anfang Stadium, der wird dann zum Cumulus Humilis, also kleine Quellwolke, Schäfchenwolke, wenn die sich wieder auflöst, passiert nichts, alles ist gut, schönes, sonniges Sommerwetter. Wächst er ein bisschen weiter, wird er zum Cumulus Mediocris, das ist die mittlere Haufenwolke oder Quellwolke, da sieht man schon so ein paar Quellungen, ist aber auch noch nichts Schlimmes, wenn der sich auflöst, passiert auch weiterhin nichts. Schießt er aber weiter durch und geht immer weiter nach oben, in der Mächtigkeit vertikal nach oben, dann wird es der Cumulus Congestus und dann haben wir schon den ersten Schauer da stehen, dann kommen schon dicke Regentropfen da raus und dann kann schon mal richtig nass werden und teilweise auch mal einen Platzregen geben, aber noch ohne Donner und ohne Blitz. Und wenn es dem Cumulus Congestus dann immer noch nicht reicht, der dann aussieht wie so ein Blumenkohl und noch weiter nach oben schießt, dann wird er eher faserig, fransig, kommt dann in das Stockwerk der hohen Wolken Cirrus rein und breitet sich dann auch wie ein Cirrus aus, wie ein Amboss aus. Vorher ist das aber dann in diesem Anfangsstadium vom Cumulus Congestus zum Cumulonimbus und dieser Cumulonimbus ist dann diese Gewitterwolke im Anfangsstadium und heißt dann Cumulonimbus Calvus, Calvus von Karl, dann franzt er so ein bisschen aus. Cumulonimbus capillatus wird es dann sein, wenn er wirklich oben so einen richtig breiten Schirm ausbildet in Form meistens eines Ambosses, dann ist die Gewitterwolke voll entwickelt. Heftige Regenfälle sind daraus zu erwarten, Hagel ist daraus zu erwarten, Sturmböen sind daraus zu erwarten und das Ganze dann richtig zur Sache gehen. Also ohne den Cumulus wird es den Cumulonimbus nicht geben, weil es ist eigentlich eine weiterentwickelte Form vom Cumulus, wenn er über Tag immer weiter anwächst, immer weiter anwächst. Und dann gibt es auch noch eine Wolkenart, die davon abstand von den Cumulus, habe ich im ersten Teil besprochen. Wenn der Amboss sich abends mal ablöst und die Quellwolke unten zusammenfällt, der Cumulonimbus, dann bleibt meistens oben dieser Eiswolkenschirm übrig. Und das ist eine Zirrenart, da können auch ein paar Regentropfen noch rausfallen. Und die tieferen Wolken, die ich jetzt gerade besprochen habe, die haben eigentlich alle Stockwerke so weitgehend im Griff. Mal Ausnahme, Stratus, Stratocumulus und der Cumulus, die bewegen sich meistens so in Gebieten so um die 1000 Meter rum, 2000 Meter rum. Der Cumulus kann bis zum, als Congestus da steht, durchaus 5.000 Meter erreichen und der Cumulonimbus, der reicht wirklich von 500 Meter oder 1000 Meter Höhe bis 11.000, 12.000, 13.000 Meter hoch, teilweise sogar höher noch in den Tropen bis auf 15.000 oder 16.000 Meter und da kann man sich vorstellen, welche Energie und welche Kraft in solch einer Gewitterwolke steckt.